Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich in dieser komischen Anlage, hier in dieser militärischen Trainingsanlage. Genau. Und wurden hier von Alfred quer durch das ganze Gebiet gescheucht. Ja, wir waren im Prinzip, nicht wir waren im Prinzip, wir waren in die Rolle von Steve geschlüpft. Ich sollte ihn allein lassen. Und er hat uns den Hintern gerettet. Oder beziehungsweise ja doch ziemlich. Und wir haben erfahren, dass dieser Zombie, der hier vorne liegt, tatsächlich, ja, Steves Vater ist. Und er ist offensichtlich tot. Ganz genau, liebe Freunde. Und ja, wir waren hier jetzt angekommen wieder beim letzten Mal in der Trainingsanlage und bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier noch zu tun haben. Ich meine, da ist eine Kiste. Guck mal hier. Direkt mal wieder ein Squeeze Secret gefunden hier. Genau, Freunde, wir haben die Goldluger bekommen beim letzten Mal. Die sind quasi dafür da, für diese eine Tür im Safe-Raum. Ne? Und irgendwie. Wartet mal, also irgendwie ist das hier gerade ein komischer Grafik. Ja, komischer Grafikeffekt, den ich hier habe. Ich komme gleich mal wieder. So, da bin ich wieder. Ja, dieser Grafikeffekt ist noch da, aber ist okay. Er wird repariert. Ich kann es so nicht fahren. Oh. Kannst du den Reifen nehmen da? Nein, okay, wir sind jetzt hier in diesem Raum, haben mit Steve, als wir mit ihm dann letztes Mal unterwegs waren, tatsächlich eine Waffe gesehen. Vielen Dank auch an dich, Edith, dafür, dass du die Waffe gesehen hast. Die habe ich nicht gesehen. So, ein großes Relief. Es scheint das Bild einer Legende zu sein. Es sieht so aus, als wird das noch wichtig werden. So, was haben wir hier? Eine Hebebühne. Die Batterie fehlt. Okay, liebe Freunde, dann gucken wir mal in die große Tür da rein. Würde ich mal vorschlagen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. An diesem Sonntagnachmittag tatsächlich, wie ich das hier aufnehme. Es ist tatsächlich noch hell draußen, das ist so ungewohnt. Oh Gott! Oh Gott! Alter! Es sind wieder zwei! Es sind wieder zwei! Es sind wieder zwei, das ist doch nicht wahr. Ach, Mann! Oh, diese Hunde hier. Nein, Claire! Ah, oh, ja, haben jetzt mal alle mal gebissen. Verdammt nochmal. Ich habe keine Heilung dabei. Was ist hier los? Ich hab doch geschossen. Man trifft ihn nicht so gut, ne? Wartet mal. Wir nehmen da die Waffe, Claire. Das ist mit der Armbrust echt scheiße, diese Hunde zu treffen gerade. Deswegen, so. Die andere Köter kommt da. Verdammte Hunde, ey. Ich habe keine Heilung dabei. Das habe ich voll übersehen, dass ich hier keine Heilung dabei habe. Ja. ist irgendwie blöd gelaufen gerade. Aber guck mal. Da liegt noch was hier für uns. Jawohl, Pfeile. Sehr schön. Waren wir hier schon mal? Ja, das. Ah, okay. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite von dieser Tür. Ein alter Panzer. Das passt zu Elfes Geschmack. Ja, das kann gut sein. Der Typ ist ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Kriegspanzer und so. Ja, das sieht schon nach ihm aus, tatsächlich. Gut, der Grafikbug ist aber auch jetzt weg, komischerweise. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber. So, da sind wir ja hergekommen, glaube ich, oder? Ich muss ja mal gucken. Da kommen wir eh nicht rein, oder? Nö, da kommen wir nicht rein, aber jetzt müssen wir hier hin. Schloss wurde entriegelt. Aber Frage ist. Nein, nein, da muss ich ja gar nicht hin. Wartet mal, wir gehen mal wieder zurück. Weil da war ja noch ein Bereich, den wir noch gar nicht versucht haben, oder? Oder war die Tür zu? Das muss ich jetzt tatsächlich mal gucken. An dieser Grafik. Ah, Schloss wurde geöffnet. Ha, seht ihr? Dieser Grafikbug ist tatsächlich nur in diesem Raum gewesen. Okay. Das ist gut, Freunde.
Und ah ja, genau. Da haben wir wieder die Zombies hier. Na komm, mach den kaputt. Sehr schön. Ja, der steht nochmal auf. Okay, der steht nochmal auf. Da ist Woody. Sehr gut. Den nehmen wir direkt mit. Und hier. Schieß ihn kaputt. Geht er kaputt? Er geht kaputt. Sehr gut. Dann hier weiter. Weiter drauf hier, Claire. Los. Die Armbrust ist echt cool. Also, Alter, das ist aber uncool. Das ist uncool. Daneben. Ah, fuck. Ah, wir brauchen gleich mal einen Safe-Raum oder so. Finde ich. Oh, wo sind wir denn hier? Ein indigo-blauer Kartenleser. Da ist eine Tür. Ich hoffe ja, dass wir hier einen Safe-Raum kriegen. Aber das jetzt sieht nach Aufzug aus, ne? Ja, sieht nach Aufzug aus. Schauen wir mal. Sie befinden sich zurzeit im Erdgeschoss. Hatten wir nicht hier einen Safe-Raum? Bleib mal hier, Claire. Bleib mal bitte hier erstmal. Ich möchte noch mal kurz auf die Karte gucken, ob, wo hier der Safe-Raum war. Hatten wir hier keinen Safe-Raum? Die Residenz? Ah, die werden hier gar nicht angezeigt, oder was? 2F. Doch, da werden die Safe-Räume angezeigt. Wir haben hier tatsächlich in diesem ganzen Gebiet keinen einzigen Safe-Raum. Ja, na gut. Dann. Wir hatten ja da unten einen Heilungsspray gesehen, glaube ich. Dann gehen wir mal runter. Auf jeden Fall. Und. Genau. Ah, nein! Ach. Verdammt. Shit. Was kommt davon, wenn man so ungeduldig rumklickt hier? Jetzt geh da rein und geh runter, Claire. Ich weiß, dass du... Nee, eigentlich habe ich mehr Angst als du. Das ist... deswegen auch dieses nervöse Klicken. B1. So, runter mit dir. So, da bin ich erstmal gespannt, was jetzt hier kommt. Ob wir hier schon mal waren? Ich glaube es nämlich, oder? Hier müssten wir eigentlich schon gewesen sein mit Dings. Genau, mit Steve. Hier waren wir doch. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, dass wir hier schon mal waren. Ha, und hier liegt auch die Buddy. Sehr schön. Genau, also können wir jetzt quasi alle Items sammeln, die wir mit Steve auch gesammelt haben. Okay, das hier war ja nicht zugänglich, ne? Okay. Ja, cool. Das heißt, wir können gleich auch mal schauen, was das da für eine Waffe ist. Man sah nach so einer Maschinenpistole oder so aus, ne? Das sah ja... Bei Überlastung kann die Sicherung rausspringen. Dann den Hebel, wie auf der Karte, umlegen. Der Ventilator wird dadurch wieder aktiviert. Ja, okay, aber der Ventilator ist ja aktiviert. Genau, hier waren die Zombies beim letzten Mal. Und hier ist so eine Maschine. Das Gerät für die Ventilatoren. Das wurde scheinbar sehr häufig benutzt, ja. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal nichts machen, scheinbar. Okay. Und hier rein direkt? Oder was? Ja, weil da vorne ist ja zu. Okay. Gut, dann gehe ich hier rein, Claire. Dann bin ich einfach mal gespannt, ob wir jetzt wieder in diese Gefängniszelle kommen. Ja, Freunde, aber da kommen wir noch nicht hin. Guckt mal da. Da liegt so eine... Indigo-blauer Kartenleser. Ja, ich habe keine Karte, aber da liegt so ein... Ah, das ist eine Schrotflinte. Schaut mal. Das ist tatsächlich eine Schrotflinte. Alles klar. Aber guckt mal, was da liegt. Das interessiert mich hier. Haha, Granaten. Sehr gut, Freunde. Ah, uns geht's munitionstechnisch immer besser, muss ich sagen. Wobei ich nicht weiß, ob das schon gut ist, was wir hier an Munition haben. Aber nun gut. Mir fällt gerade ein, kombinier das mal bitte damit. Dann haben wir einen Platz mehr frei. Ach so, genau. Wir müssen ja auch nochmal zurück zu diesem Typen da.
ne, wo wir das Spiel angefangen haben. Oh Gott, was läuft hier rum? Guckt mal da oben, da liegt so ein... Da liegt Brandmuni. Ich hab Schiss, was ist hier? Ich hab hier irgendwie Schiss, Freunde, aber wir kommen hier gar nicht hin. Wir kommen hier gar nicht weiter, oder was? Kommen wir hier nicht weiter? Echt nicht? Claire, kannst du das schieben? Ach, da hinten, guckt mal. Guckt mal da unten. Ach, das ist so ein... Ah, das ist so ein gelbes Vieh. Ah, okay. Aber da müssen wir von der anderen Seite anscheinend rein hier. Ah! Verdammt. Okay, dann können wir hier erstmal dich weiter, Freunde. Schade, schade. Ah, was für eine spannende Musik hier. Das macht doch schon direkt schon wieder so viel Spaß, muss ich sagen. So, dann waren wir da hinten noch nicht drin. Genau, hier geht's weiter. Wenn da gesperrt ist, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ach du Scheiße! Oh Gott, nee, keine zwei. Keine zwei Zombies. Verdammt, gehen wir wieder rein und raus. Nicht zwei, weil ich habe hier wirklich... nichts an Heilung dabei. Deswegen... Oh Gott. Wie mache ich das jetzt mit zwei Zombies? Alter. Okay. Und alle einfach weiter drauf ballern, Claire. Ihr weiter drauf. Los, los, los. Dem sein Helm ist abgeflogen. Wie geil. Hier, komm. Ah, das haben wir geschafft. Sehr gut. Dem sein Helm ist auch abgeflogen. Oh, und wir haben es geschafft. Sehr gut. Nichts Nützliches. Aber da drin sehe ich was Nützliches. Shit. Ein einfaches Schloss. Oh, ich brauche diesen Dietrich. Weil ihr seht, das sind Säuregranaten. Da sind Säuregranaten drin. Ah, und ich habe auch noch keinen Granatenwerfer irgendwie. Ist auch gerade ein komplett neuer Bereich, oder? Das ist ein Raum, ja. Hier ist nichts. Hä? Was ist denn das? Chemikalien für die Wartung von Waffen. Ja, aber das sieht doch... Sieht irgendwie so aus, als könnte man das mitnehmen. Ich weiß auch nicht. Was haben wir hier? Pistolenteile liegen auf dem Arbeitstisch. Leider nicht für die M93R. Moni? Okay. Die können wir mitnehmen zumindest. Gibt's hier nichts anderes außer Muni? Das wird bestimmt nochmal wichtig. Das wird garantiert nochmal wichtig, Freunde. Weil in der Kiste da auch nichts ist. Nee, hier ist... Was? Notizen. Nichts Interessantes. Naja, also hier müssen wir definitiv nochmal hin, habe ich das Gefühl. Nichts Nützliches. Na gut. Dann war es das leider hier erstmal im Keller. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass wir da nochmal weiterkommen. Aber da ist ja auch so ein... das Vieh. Na. Das heißt, wir müssen nochmal komplett zurück. Alles klar. Dann... geh mal raus hier. Ja, Freunde, und dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, Herr Tresi, Code Veronica. Wie gesagt, mir gefällt es sehr. Auch weil, ja, wie gesagt, habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, diese klassische Steuerung einfach. Beziehungsweise diese klassische Atmosphäre. Das ist halt einfach das, was zu Resident Evil einfach gehört. Ja. Gut, dann tüppeln wir mal hier wieder durch die Höhle durch. Und dann gehen wir nochmal da oben zurück. Weil ich denke ja, dass wir da jetzt auch weiter können. Ah, wir können ja noch... Zweites Geschoss. Wir können direkt nach oben. Ah, dann weiß ich auch, wo wir rauskommen. Dann weiß ich auch, wo wir rauskommen, Freunde. Weil da müssten wir ja auf dem Hinterhof rauskommen. Ne, weil da war ja ein Aufzug. Hoffe ich mal. Oh. Nein, das ist ein neuer Bereich. Alles klar. Keep out. Mein Gott, immer dieser Karten, die soll ich... Ah,
wartet mal. Nee. Okay, hätte ja sein können. Immer dieser Kartenleser, Mensch. Wir brauchen irgendwann mal die Karte, womit wir da weitermachen können. Diese indigo-blaue Karte. Aber gut, Freunde. Ah, okay. Hier sind wir jetzt wieder im oberen Bereich. Ah, hier können wir aber nichts machen. Von hier aus kann ich nicht hinuntersteigen. Hier können wir nichts machen. Alles klar. Na gut, Freunde. Dann wieder raus und müssen wir tatsächlich oben weitermachen. Beziehungsweise im ersten Geschoss. Ja gut, hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass wir hier irgendwas machen können. Aber gut. Ein Speicherraum wäre es natürlich auch mal nicht schlecht. So. 1F, bitte. Einmal runter. Und ja. Bin ich mal gespannt, wann wir da zurück können zu diesem Typen. Weil ich möchte ja auch nicht, dass der irgendwie stirbt oder so. Ja. Gut, 1F, wo sind wir jetzt hier? Ach so, ja genau, wir müssen ja raus. Okay. Oder gehe ich jetzt wieder zurück? Gehe ich jetzt wieder total zurück oder was? Ja, jetzt sind wir wieder hier an unserem Ausgangspunkt. Alles klar, Freunde. Dann. Sorry, Steve, ich muss dich erstmal da alleine lassen. Wobei, ja, das findet er, glaube ich, nicht das Schlechteste, dass ich ihn alleine lasse. So, dann gehen wir mal wieder hier in diese militärische Übungsanlage rein. Oder müssen wir erstmal die Goldluger im Safe... Warum ist hier ein Erdbeben? Ich bräuchte eigentlich auch meine Heilung. Warum ist hier ein Erdbeben? Ach, wegen dem... Oh Gott, geh da rein! Wegen dem scheiß Wurm. Ja, stimmt, ey. Hab ich ganz vergessen, dass hier noch der Wurm rumlungert. So, hier ist der Alarm noch. Aber hier können wir auch nichts. Hä? Wartet mal, doch, da ist doch grün markiert. Silberner Kartenleser. Ja, mach. Gut, das können wir aufmachen also. Ja, cool. Okay, dann kommen wir hier zumindest wieder rein. Aber müssen was... Ja, geh noch mal hier rein. Ich hoffe ja, dass wir hier irgendwie mal einen Safe-Raum kriegen oder so. Wobei, das hier haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, oder? Haben wir das hier schon gesehen? Da ist auf jeden Fall ein... Och nee, nicht schon wieder Hunde! Orange. Oh Mann. Ihr mit euren Hunden hier. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich hasse diese Viecher. Blöde Hunde. So. Wieder zwei Hunde. Alter, so. Ich bin orange. Ich kann doch nicht mehr. So, das heißt, wir waren hier auch noch nicht. Alles klar, Riesenbereich. Oder hier waren wir doch schon, oder? Ah! Oh Gott. Ich schreck mich nicht so, Claire. Ach, hier sind wir doch Dings hinterher gelaufen. Alfred, ja. Okay. Aber hier war doch... Waren wir hier hinten schon mal drin? Was war denn hier nochmal? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Oh Gott, was ist jetzt? Bitte nicht aufhängen, Spiel. Du bist bis jetzt gut gelaufen. Was ist das jetzt? Ah! Sicherung für den Ventilator. Sie steht zurzeit auf 1. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ach, okay. Hier ist also eine Abkürzung. Eine Sicherung, die auf 1 steht. Aber hier kann man nichts machen. Oder, Claire, kannst du hier irgendwas... Nein. Na gut.
Alles klar, dann müssen wir hier erstmal nichts machen. Dann geht's da tatsächlich bei den Goldlugern weiter. Oder wir könnten nochmal ins Gefängnis zurücklaufen. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ich denke mal, da ist doch auch noch was. Wartet mal, wenn wir die Treppe hochgehen, können wir doch jetzt vielleicht da oben in die Tür rein. Weil wenn ich mich nicht irre, ging die ja nicht. Oder? Ja, hier die. Ah, von der anderen Seite. Ist auch so markiert tatsächlich. Also diese Türen, wie wir da sehen, die sind tatsächlich markiert auf der Karte. Von welcher Seite die geschlossen sind. Ja, das ist natürlich cool. Alles klar, das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt nochmal in das Haus da zurück. Aber können wir da... Ah, wir können auch geradeaus und da kommt auch ein Safe-Raum. Alles klar. Der ist natürlich viel näher dran. Wobei, wir haben jetzt noch zwei Sachen, die wir machen können. Einmal die Goldluger. Ach. Ah, aber die haben wir. Die Karte haben wir. Biohazard-Karte. Ja. Die Karte haben wir. So, das heißt, wir können jetzt hier wieder hin. Ach, genau, das war doch die Geschichte, oder? Nee, das ist jetzt komplett neu. Wartet mal. Nee, hier waren wir doch. Genau, hier waren wir doch in dem Safe-Raum hier. Richtig. Richtig, richtig. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, danke. Wir können uns heilen, Freunde. Wir können uns heilen. Ah, sehr gut. Die Granaten müssen erstmal raus. Die Goldluger lasse ich drin. Die Muni lasse ich drin. Und, ja, dann müssen wir mal gucken. Haben wir hier noch... Ja, wir haben noch ein Doppelgrün. Sehr gut. Gut, Freunde. Da würde ich sagen, heilen wir uns mal. Benutze. Und nehmen wir uns nochmal eine normale Heilung mit. So. Dann fühle ich mich nämlich sicherer. Hä? Wie, wir haben keine... Ja, okay. da haben wir halt keine Heilung mehr, komischerweise. Oder sind die Kisten hier nicht... Doch, die sind doch eigentlich... Die habe ich verballert, die Heilung, okay. Hier können wir immer noch nicht rein, ne? Tür ist verschlossen, alles klar. Gut, dass wir hier nochmal den Safe-Raum gesehen haben. Da kommen wir also nicht weiter. Gut, das heißt geradeaus. Genau. Und dann machen wir uns beim nächsten Mal tatsächlich auf zurück ins Gefängnis. Auf dem Weg zurück dahin. Ach, guck mal da, da ist ja auch noch so ein Indigo-blaues Schild. Ja, ja, die Höhlung, die braucht man im Gefängnis nochmal. Aber dann machen wir uns trotzdem beim nächsten Mal, würde ich sagen, nochmal auf den Weg zurück ins Gefängnis, weil ich möchte gerne um diesem Wärter helfen, der uns da am Anfang des Spiels rausgeholfen hat. Ne? Und, ja. Ich würde sagen, da stapfe ich jetzt noch kurz hin in die Richtung. Ah, dieser Alarm hier geht mir auch langsam auf die Nerven. Stapfe ich da nochmal ein bisschen hin in die Richtung und, ja, sehen wir beim nächsten Mal, was da passiert. Da muss ich jetzt direkt hier rechts raus. Direkt hier links raus. So, lauf einfach, Claire. Oh, das ist so weit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh, shit. Okay, Freunde, alles klar. Sehr gut. Das heißt, wir können hier weiter. Genau. Gut. Alles klar. Dann würde ich aber trotzdem einfach mal sagen, liebe Freunde, wie es hier weitergeht, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu einem meiner Discord-Server. zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und genau, wie es hier dann beim nächsten Mal weitergeht, im Gefängnis mit diesem Typen.
würde ich sagen, sehen wir dabei beim nächsten Mal. Und zwar würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.